Lawrence Hammond war Erfinder und es gab keinen unmusikalischeren Menschen auf der Welt als Lawrence Hammond. Und interessanterweise hat er dann auch eines der leidenschaftlichsten Musikinstrumente erfunden. Er hat ursprünglich Elektromotoren hergestellt, die so präzise waren, dass er eine elektrische Uhr damit praktisch betrieb. Und die Hammond Clocks waren sehr, sehr bekannt in ganz USA, also Hunderttausende hergestellt. Als dann aber einige Konkurrenten da waren und auch dieses Ganze aufgeteilt wurde, dachte Mr. Hammond, der übrigens vorher schon große Dinge erfunden hat, unter anderem die 3D-Brille. Also er war auch ein nicht nur akustisch, sondern auch optisch forschender, nach allen Richtungen forschender Mensch, ein sehr, sehr interessierter Mensch. 3D-Brille, das Automatikgetriebe für Autos, einen elektronischen Bridge-Table, also der die Karten in Sekundenschnelle für 4 Leute gemischt hat, sehr gerecht und so weiter, hat 110 Patente angemeldet am Ende seines Lebens, 110 Patente. 1895 bis 1974 hat Mr. Hammond gelebt und er hat ein Imperium geschaffen durch die Hammond-Orgel mit fast 7000 Leuten Mitte der 60er Jahre. Das war die größte Musikherstellerfirma der Welt, kann man sich gar nicht vorstellen, aber in den USA sind diese Hammond-Orgeln in allen Freikirchen sofort akzeptiert worden. Und nach 3 Jahren übrigens, denn am Anfang hat natürlich die Pfeifenorgelindustrie die Frage gestellt, darf denn so ein kleines Instrument sich überhaupt Orgel nennen? Und man musste dann in der Kapelle der Universität von Chicago in der Rockefeller Chapel einen Test machen. Eine Kirchenorgel für 75.000 Euro war installiert und für 2.600 Dollar die Hammond. Und es haben sich 1/3 der Leute getäuscht, also welches Instrument gerade bei gleicher Registrierung und gleicher Lautstärke gerade spielt. Und da durfte dann nach diesem Test Mr. Hammond das Instrument Orgel nennen. Und wie schon interessanterweise Professor Dr. Conny Restle, der natürlich ein geistiges Wissen hat und aus dem Stegreif mal die Fußlagen der Orgel sagt, sodass natürlich bis auf wenige Spezialleute die wenigsten wissen, was das nun alles heißt, bringe ich es zu Gehör. Wenn man eine 8-Fuß-Pfeife spielen würde bei A, hätte man hier 440 Hertz Kammerton. Um die ganze Sache super einfach zu verdeutlichen, spiele ich mal ein 3/4 Oktave weiter unten ein C. Wir fangen nun mal, wir machen einen gemütlichen Hammond-Abend. Konzert und viel Information. Wenn ich diesen Ton auf dieser Taste eine Oktave höher möchte, könnte ich auch den nächstliegenden Zugriegel verwenden. 2 Oktaven höher, 3 Oktaven höher. So habe ich jetzt 4 Töne auf einer Taste. Dazu noch die Intervalle, Terz, Quinte. Jetzt habe ich auf einer Taste einen Dur-Akkord. Die Quinte nach unten, die Quinte noch mal nach unten. Mr. Hammond hat es im Gegensatz zu allen Kirchenorgeln nicht nur ein- und ausschaltbar gemacht, sondern von Anfang an 8-fach regelbar, was genial war. Also dieses System der harmonischen Zugriegel, Harmonic Drawbars, war so perfekt durchdacht, dass alle späteren Konkurrenten das übernommen haben. Die wollten es erst ein bisschen ändern und haben dann gemerkt, ach, Mr. Hammond hat es so gut durchdacht, das Hammond-Team, dass sie es alles übernommen haben. Und so kann man wie ein Maler mit 8 Grundfarben, kann man hier sämtliche Nuancen der Musik herauskristallisieren und sofort spontan aufs Papier, also auf die in the air bringen. Da gibt es auf Bayern 3 Alpha den Bob Ross, diesen Maler mit diesen vielen Haaren. Der macht ja immer so seine Berge und so weiter und den Baum mit dem Friend daneben. Und so kann man hier auch wie der Bob Ross, kann ich hier mit den Farben mischen. Thank you.
jetzt stehen die Lautsprecher. So war das 1934 und so konnte man, damals war natürlich unten The Great Manual, also das große Manual, oben war The Swell, das kleine Manual. So konnte man 1934 ungefähr so spielen, wahrscheinlich so ungefähr. Das war ohne jegliche Effekte, kein Leslie, kein Chorus, kein Vibrato, gar nichts. Und das war aber schon anders als der Kirchenorgel, weil die Kirchenorgel kann nur ein aus und hier kann ich eben den Akkord liegen lassen. Das heißt, ich gehe eigentlich einen sinnlicheren Weg. Ich gehe einen inspirativeren Weg der Experimentiermöglichkeiten. Und das ist nichts anderes als der erste Equalizer der Welt. Also Mr. Hammond hat praktisch den Equalizer mit diesem harmonischen Zugriggelsystem erfunden. Natürlich die Grundstrukturen hat er von der Kirchenorgel eigentlich übernommen, abgeschaut. Aber dann diese Möglichkeiten, 9 Zugriggel mal 8, also 253 Millionen, 400.000 verschiedene rechnerisch beweisbare Klangmöglichkeiten. 253 Millionen. Das hat dazu geführt, dass es in den 70er, 60er Jahren The Blue Book gab, also Bücher, wo die Orgelspieler Vorschläge bekamen, also hunderte Vorschläge pro Genre, pro Musikart. Und dann, als ich ein kleiner Junge war, fragten mich immer die Herren, ja, was soll ich denn registrieren? Da sage ich, ja, das müssen Sie aus dem Bauch heraus registrieren. Die Bücher kann man jetzt lesen wie ein Telefonbuch oder man kann einfach mal eine Nummer wählen und gucken, wer geht ran. Das ist viel spannender. Und das heißt, wenn man beispielsweise die unterste Frequenz belässt, also den musikalischen Fundamentalton, mache ich mal beispielsweise 16 Fuß, da kann ich jetzt gar nichts falsch machen. Ganz statisch, noch vor der Erfindung des Leslies. Aber schon das ist wie eine Therapie. Ich sagte, Hammond oder jedes Musikinstrument ist eigentlich wie ein Psychiater. Ein Musikinstrument ist mindestens, also ist so wichtig wie ein Mensch. Also ich glaube, der Mensch braucht einen Menschen, Musikinstrumente, Natur, um sich selbst glücklich zu halten, um sich selbst glücklich zu machen. Und darum ist es umso wichtiger, die heutigen Kinder auch an Musikinstrumente heranzuführen und nicht nur mit Smartphones sich selbst zu überlassen. Und wenn man da noch Basspedale hat und eine Orgel vor sich, dann denkt man, Himmels Willen, ich habe hier rechts, links, also melodieführende Stimme, Akkorde, Bässe und Registrierung. Ich habe 4 Dinge gleichzeitig plus dieses hier. Das war bereits 1934, 35. Kein Lautstärkepedal nur, sondern ein Expression-Pedal. Und wenn man zurückgeht mit der Lautstärke, werden die Bässe und die Höhen angehoben. Wenn ich lauter mache, werden die Höhen abgemildert, die Bässe auch in Relation, in Proportion abgemildert, sodass es immer schön klingt. Sie hatten eine Versi-Orgel, Versi oder Böhm oder alle anderen, hatten einfach die Lautstärke verändert. Aber das menschliche Ohr will bei geringerer Lautstärke mehr Bässe und mehr Höhen.
Deswegen gab es in den HiFi-Anlagen der 70er Jahre auch diese Taste Loudness. Wenn man auf dem Sofa saß mit einem Glas Wein und wollte leise Musik, dann hat man Loudness reingemacht. Da sind die Bässe und die Höhen angehoben und es war richtig kuschelig, wie ein offenes Kaminfeuer. So kam also, nachdem Mr. Hammond hatte auch, ich muss sehr viel erzählen, damit man das versteht, wie das kam. Mr. Hammond hatte von Anfang an viele Interessenten, zum Beispiel George Gershwin war einer der allerersten, der hat sich sofort interessiert für das Instrument. Der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower hat auch gleich eins bestellt und Henry Ford hat gleich 6 Orgeln bestellt. Henry Ford war ein guter Freund von Mr. Hammond. Ford hat das Modell A rausgebracht, Mr. Hammond auch ein Modell A. Beides wurden dann, also die Hammond-Orgel war mit ein Identitätsträger der Vereinigten Staaten geworden. So wie Coca-Cola, wie Cadillac, das sind so Hammond-Orgel, das ist so ein typischer amerikanischer, ein typisches amerikanisches Produkt. Und Mr. Hammond hatte dann in seiner Firma Folgendes ausgerufen: Jeder, der bei ihm beginnt zu arbeiten, muss mit Arbeitsbeginn auch beginnen, ein Musikinstrument zu lernen. Das heißt, egal ob Blockflöte oder Geige oder Klavier oder Hammond-Orgel. Und das hatte zur Folge, dass alle seine Mitarbeiter mit Musik nun in ihr Leben gebracht haben und nachgedacht. So hatte auch ein junger Donald James Leslie bereits 4 Jahre nach Gründung der Firma begonnen zu experimentieren und 1939 die geniale Idee, 24 Lautsprecherboxen, unfassbar aufwendig, mit Kabeln und einem Schleifkontakt auf ein Karussell zu stellen und kreisen zu lassen. Also in den 30er Jahren dachte man noch mit großmotorischen Gedanken. Also heute macht man alles mit Mikrochips, aber damals hatte man gedacht, ach, ich brauche ein Karussell, ich stelle 24 Lautsprecher drauf. Und er war enttäuscht, es passierte gar nichts. Der Klang war völlig unspektakulär. Er hat immer wieder 2 ausgesteckt, am Schluss waren nur noch 2, war auch nicht so spannend. Dann wollte er schon gehen. Sein Kollege hatte die zweitletzte Box ausgesteckt. Donald Leslie war schon am Herauslaufen. Da war nur noch eine Box auf dem Karussell. Das war der Klang. Das war der Doppler-Effekt von Andreas Doppler, der unweit von Mozarts Wohnhaus in Salzburg wohnte. Andreas Doppler, der hat praktisch herausgefunden, ein Physiker, dass wenn eine Klangquelle sich nähert, ist der Ton höher. Macht auch Sinn, weil er kommt schneller auf einen zu. Wenn man sich entfernt, also der Krankenwagen oder die Lokomotive, dann ist der Ton etwas tiefer. Also ein Natureffekt, was genial ist. Denn alles, was Natur ist, ist ehrlich und eben kein Effekt, also Natureffekt. So hat bis heute, obwohl ja alles mit Mikrochips klein hergestellt werden kann, dass Leslie sich gehalten, die Firma Leslie. Und Leslies werden permanent weltweit immer noch gekauft, obwohl ja alles leichter und kleiner und billiger machbar wäre. Aber wenn man jetzt überlegt, hier, ich habe jetzt hier den Ton und lasse ihn jetzt langsam rotieren. Völlig andere, neue Klangbilder, die die Welt vorher nicht hatte. Man hatte die Kirchenorgel 250 Jahre lang, jetzt kam etwas, was ist das? Das hat natürlich ganz andere Leute angesprochen. Die Freikirchen, die Baptisten vor allem, die farbigen Pentecostals, eine Untergruppe der Baptisten, die sehr ekstatische Gottesdienste machten, die haben sofort also alle eine Hammond-Orgel in ihre Kirche zusammengespart. Und natürlich auch die Swing- und Jazz-Leute, die dachten, was ist das für ein neuer Klang? Was ist das für, what sound is that? Und Count Basie war auch einer der ersten Hammond-Käufer. Der hatte anstelle eines Klavieres eine Hammond in seinem Haus. Count Basie, auch einer der wegweisenden Arrangeure und ganz populär in den 40er Jahren. Aber natürlich erstens, wenn wir von der Kirchenorgel weggehen,
würde ich mal fast rübergehen zu Gospel hier. Da hat sich natürlich jetzt eine neue Spielweise entwickelt, herauskristallisiert, völlig anders. Also das war jetzt weg von diesen Bachschen Orgelstrukturen, kamen jetzt Leute, die nicht Ausbildung hatten, die selbst einfach das Instrument vom Klavier her experimentierten und haben jetzt hier anders gespielt. So hat sich vor allem in New York, in Chicago und in der Bucht-Area, Bay Area von San Francisco, Oakland, in diesen Kirchen eine ganz neue Musikart gebildet. Und Mr. Hammond war am Anfang nicht sehr begeistert von dem Klang des Leslies, denn er wollte eigentlich seine Hammond als Kirchenorgelersatz sehen und hat Mr. Hammond erstmal überhaupt nicht, der hat sich dann auch selbstständig gemacht, Donald Leslie, und hat allen anderen späteren Herstellern, er wusste, er hatte was Geniales erfunden, alle wollten es haben. Und er musste niemals in der gesamten Geschichte von Leslie Werbung machen. Niemals musste Mr. Leslie irgend Werbung machen. Es lief so gut, die Leslies wollte jeder haben. Mr. Hammond hat dann gedacht, ja, wir machen jetzt was anderes. Wir machen jetzt Vibrato, damit wir keinen Leslie brauchen. Das hat natürlich den Klang wiederum komplett verändert. Wir sind jetzt immer noch in den Anfang 40er Jahren und Vibrato ist ja praktisch dann dieses Frequenzmodulation. So ist der starre Ton und ja, also Leslie, stopp. Thank you.
das ist praktisch dann Vibrato. Das war praktisch die Erfindung dann von Hammond gegen das Leslie. War aber dann später mit Chorus, das ist etwas flacher. Wiederum spannend für die Rockmusiker. Aber soweit sind wir noch gar nicht. Wir sind jetzt immer noch Anfang der 40er Jahre, als dann Count Basie kam. Da hatte natürlich Mr. Basie Big Band Arrangements in seinem Kopf und dachte, der Pianist von Count Basie war der Wild Bill Davison. Und das war einer meiner Lehrer, also war eigentlich mein ältester Lehrer. Ich wusste gar nicht, dass er noch lebte, als ich ihn kennengelernt habe. Und ich habe auf einem Plakat gesehen, dass er mit der Count Basie Band unterwegs ist und habe ihn tatsächlich angesprochen. Und er kam dann auch zu mir mit nach Hause, also in das Orgelstudio meines Vaters. Wir haben auch eine Sammlung von Instrumenten und hat mich dann tatsächlich unterrichtet. Und Count Basies Pianist, der hat April in Paris beispielsweise arrangiert und der hatte diese Blockakkorde. Da gab es noch keine Jimmy Smith Perkussion und so weiter. Der hat diese ganze schmissige, nur mit zwei zugeregelt, also nur zwei. Dieses hier 16 und 8, nichts anderes. Und Leslie, das war's schon. Und da kann man diesen 40er Jahre Stil spielen. Das ist die ganz, ganz, ganz original Hammond-Spielweise von Anfang der 40er Jahre. Und da kommt man ja auch drauf, da hat man es schon gesehen, da kommt diese, wenn man also nervöse Zuckungen hat, ist es ideal und notwendig, um Orgel zu spielen, weil da kann man, muss da ganz schnelle Dinge machen, die vorher auf der Kirchenorgel, auf dem Klavier nicht machbar waren, weil das Instrument nicht so schnell reagiert hat. Hingegen die Hammond hat unter jeder Taste wegen der neuen Zugregel, demzufolge auch 9 Tastenkontakte untereinander. Das heißt, wenn man die Taste runterdrückt, kommt nacheinander, erklingen nacheinander. Bei diesem sind es nur 3, weil die Orgel ist sehr leicht. Wenn man aber eine alte Hammond hat, die ungefähr 8-mal so viel wiegt, sind es wirklich unter jeder Taste 9, also über 1000 Tastenkontakte aus echtem Silber, weil die auch nicht oxidieren, also oxidationsfrei. Denn ich hatte schon erzählt, dass Albert Schweitzer zum Beispiel die Orgel mit in den Urwald nahm, bei 100% Luftfeuchtigkeit. Und das Instrument ist unfassbar. Es übersteht sibirische Temperaturen, heißeste Tropen und verstimmt sich dennoch nicht. Und es ist auch erstaunlich, nach vielen Jahrzehnten, wie eine alte Hammond immer noch mit diesen Tastenkontakten funktioniert. Das Einzige, was ab und zu eine Hammond in die Quere kommt, sind Katzenhaare.
Also das habe ich schon öfter erlebt, aber was der Albert Schweitzer nicht geschafft hat, schafft manche Hauskatze. Aber diese Tatsache, dass beim Niederdrücken einer Taste nicht nur ein- und ausgeschaltet wird, sondern gibt diesen Tastenschmatz. Und das ist natürlich ein ganz spezielles, beim Niederdrücken langsam, beim Niederdrücken schnell, beim Loslassen langsam, beim Loslassen schnell, ändert sich der Ton anders. Jetzt habe ich dann 10 Finger mal 9 Tastenkontakte, habe ich also 90 beim Niederdrücken und 90 beim Loslassen. Eine Hammond für den Spieler ist unbeschreiblich anders als alle anderen Musikinstrumente. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres, als was man mit 10 Fingern machen kann, als eine echte Multikontakt-Tastenorgel. Sie hatten ja schon eine Versi-Orgel gebaut. Hattet ihr auch mehrere Tastenkontakte oder einen? Mit Silberkontakte. Mit Silberkontakte, ja. Haben Sie tatsächlich, also haben Sie viel gelötet? Silber gebaut, ja. Sehr gut. Hi, müssen wir uns nachher noch unterhalten. Ja, und da sind wir jetzt in den 40er Jahren. So, jetzt kam dieser Wild Bill Davis, war wirklich einer der ersten Fats Waller natürlich davor. Das Milt Buckner nicht vergessen. Milt Buckner, genau. Der Platten, sehr gut, sehr gut. Milt Buckner, das waren die original erste Generationsspieler. Dann hatte Mr. Jimmy Smith, ein ganz dünner, Anfang 20-jähriger, hervorragender Pianist. Der hat also alle Preise gewonnen, die er so wettbewerbemäßig teilnahm. Er hat überlegt, Mensch, ich bin jetzt jung, bin ein guter Pianist, aber es gibt natürlich viele gute junge Pianisten, schon damals in den USA. Und es war ein schlaksiger, farbiger, energiegeladener junger Mann. Und der hatte dann diesen Wild Bill Davis gesehen. Und da hat er sofort gewusst, was er braucht. Er braucht eine Hammond-Orgel. Sein Vater konnte ihm sogar eine kaufen, waren wohlhabende Leute. Jimmy Smith kannte ich gut. Ich hatte ihn betreut von 2000 bis zu seinem Tode, 2007. Jimmy Smith, auch ein ganz spezieller Mensch. Der hat ja mit allen großen Leuten zusammengearbeitet und war auch nicht einfach. Aber mit den Nicht-Einfachen kommt man meistens besser zurecht, weil es hat ja Gründe, warum sie nicht so einfach sind manchmal. Und wenn man mit denen nicht über Musik spricht, sind die ganz, ganz easy. Und der Jimmy Smith hatte das Glück, dass er zur richtigen Zeit angefangen hat. Denn 1954 wäre es nicht möglich gewesen. Erst am 28. Dezember 1954 hat die Firma Hammond die Perkussion erfunden. Das ist der kurze, glockenhafte Anklang-Effekt. Also wenn ich beispielsweise, ich könnte das simulieren, ich habe hier so einen Ton. Wenn ich diesen Zug regel, die Quarte kurz reinschieben würde, und das hat dann die Firma Hammond, ohne Perkussion klang es immer so, 15 Jahre lang, mit Perkussion, das war dann ein ganz neuer Klang wieder, ein Staccato-Klang. Interessant war, dass die Firma von Anfang an Folgendes gemacht hat. Wenn ich die erste Note liegen lasse, kommen alle folgenden gespielten Noten nicht mehr von der Perkussion. Alle anderen Firmen, die das kopiert haben, haben das erst mal 10 Jahre falsch gemacht. Dann dachte man, warum klingen die anderen so schrecklich nach Spielzeug und die Hammond klang cool. Und dann gab es die dritte Perkussion, die dritte harmonische und die zweite. Also die zweite klingt so. Und diese zwei sind die einzigen Perkussionsstimmen, die sich bis heute gehalten haben. Man hat dann alle möglichen Perkussionsstimmen natürlich reingebaut in die Orgeln in den 70er Jahren, hat dann herausgefunden, mehr ist oft nicht besser. Und auch Hammond hatte dann Modelle, die noch besser waren als die B3, aber man kam dann drauf, dass es eigentlich alles zeitlich ein Modegeschmack, der auch musikalisch nicht wirklich dauerhaft war. Und Jimmy Smith hat dann als Vorbild hatte der Charlie Parker und hat dann ganz anders sich orientiert als Orgelspieler und hat dann mit der linken Hand Thank you.
Der hatte das wie ein Saxophon, wie eine Trompete, als Soloinstrument ohne Blockakkorde gespielt und hatte dann noch die dritte, den Chorus drin hier. Und dieses Stück hier beispielsweise war eines, das heißt Chicago Serenade. Da kann man jetzt im Basspedal vielleicht noch einen Hall reinmachen, wenn man ihn findet. Ja, hier. Das war jetzt die späten 50er Jahre, ein völlig neuer Klang, den gab es vorher nicht, völlig neue Musikart, und der Schauspieler Alain Delon, dem hat das so gut gefallen, dass er also die Musik zu fast all seinen Filmen mit Alain Delon von Jimmy Smith machen ließ. Also Jimmy Smith und Lalo Schifrin und Oliver Nelson, die waren dann praktisch das Team für diese späte 50er, 60er Jahre Filme bis zu dem Film Swimmingpool mit Romy Schneider und so weiter. Und dieser Sound von Hammond war nun jetzt also raus aus den, über die Kirchen hinaus, über die ganzen Theater hinaus, bis in alle möglichen Clubs, 60er Jahre Clubs hinein. Wobei, ich habe natürlich auch vergessen, die 40er Jahre der weißen Popularmusik in den Theatern, als die Kinoorgel ja praktisch total noch präsent war, hatte natürlich auch eine Hammond dann drinstehen. Also wenn keine große Wurlitzer zur Verfügung war, was natürlich auch immer was sehr Aufwendiges ist. Eine Wurlitzer ist ja auch eine permanente Instandhaltungsgeschichte. Wenn man eine Kirchenorgel oder eine Wurlitzer mit Pfeifen hat, da muss man eine, permanent restaurieren und erhalten. Und eine Hammond ist relativ pflegeleicht. So hatten also die Theater oft eine kleine Hammond in den 40er Jahren. Und durch diese Tastenkontakte konnte man auch gut Stummfilme begleiten. Thank you.
So ein relativ, das sind alles die Dinge, die heute kein Mensch mehr spielt. Die muss man aber ab und zu mal spielen, damit man sie nicht verlernt. Und 40er Jahre war ein ganz wichtiger Zeitraum für alle wegweisenden Musikstile dann auch. Und dann in den 50er, 60ern kamen so viele Musikstile. Da kam der Soul, also bei James Brown, dem Godfather of Soul, also der Patenonkel des Soul, habe ich ja 11 Jahre in der Band gespielt, wenn er in Europa war. Auch ein lustiger Grund, weil wie kommt man dazu, dass man mit James Brown in der Band spielt, indem sein Organist, der in Amerika spielt, ein Drogenproblem hat bei der Einreise. Das heißt, wir hatten uns in Montreux in der französischen Schweiz getroffen und ich war damals 24 und habe ihn durch eine Wette also auch noch tatsächlich getroffen. Man hat dagegen gewettet, dass er mit mir sprechen würde. Weil ein Jahr zuvor kam Joe Cocker und wollte mit James Brown sprechen und er wollte gar nicht mit dem sprechen. Aber schwierige Leute sind mein Spezialthema und ich komme mit allen gut aus, weil das sind auch starke Persönlichkeiten. Und ein Jahr später in St. Gallen war ein sehr regnerischer Tag, ein richtiger Sturm. Ich kam total durchnässt ins Eissportstadion. Da saß James Brown alleine, mittags ganz allein. Das Team hat aufgebaut und hat Orgel gespielt, weil es war ihm in St. Gallen im Hotel zu langweilig. Er hat sich mit der Limousine dahin fahren lassen und hat Orgel gespielt. Das ist auch ein ganz besonderer Moment gewesen. Ich näherte mich Mr. Brown. Es war auch bekannt, dass er auch eventuell ab und zu mal schießt. Und ich dachte, ich nähere mich bis auf 3 Meter und frage, ob ich zuhören darf. Ich sagte ja und hat er mich wiedererkannt und hat gefragt, ob ich ihm Registrierungen zeigen kann. Und dann saß ich frecherweise auf die Orgelbank zu ihm und wir haben zusammen und habe ich ihm das gezeigt und gleich noch gespielt. Und das war der erste Abend, wo ich mit ihm mitspielen sollte. Also er hat mich dann auf die Bühne geholt während dem Konzert. Und das war aber auch schon eine interessante Erfahrung, denn nun saß ich neben einem Mann auf einmal. Das passiert nur durch die Hammond-Orgel. Wie kommt man an solche Leute überhaupt ran? Durch die Hammond-Orgel. Da sitzt man mit diesen Leuten auf der gleichen Orgelbank und der hat ja so viele Dinge erfunden, also den Soul entwickelt mit Aretha Franklin, also war nicht der männliche Part, Aretha Franklin der weibliche Part. Er hat den Funk erfunden, er hat praktisch dadurch den Rap erfunden. Die ganzen Rap-Leute von USA sagen, das ist eigentlich der Patenonkel von uns allen. Und durch diesen Mensch habe ich dann wieder unfassbar viele spannende Leute kennengelernt. Der hatte im Kreml gespielt. Na gut, da war ich leider nicht dabei, aber das hätte ich auch gerne gemacht. Oder den Super Bowl in USA, da kam ich zu spät. Also ich bin auch meistens zu spät für die spannenden Dinge. Aber durch die Hammond-Orgel schließen sich Türen auf, die man nicht aufschließen könnte. Vor allem da es unterschiedlichste Türen sind. Heute hat zum Beispiel jemand Geburtstag, Klaus Wunderlich. Wäre heute 90 Jahre, Klaus Wunderlich. Und der hat 18,7 Millionen Schallplatten verkauft und hat die Hammond auch ganz populär gemacht in den 60er Jahren in Deutschland. Er hatte allerdings kein Leslie, er wollte kein Leslie haben. Er hat immer nur mit Chorus und Vibrato gespielt. Man kann natürlich nicht spielen wie Klaus Wunderlich. Nur Klaus Wunderlich kann so spielen wie er selbst. Denn er hatte auch, es war ein ganz starker Eigenbrödler. Er hat am liebsten alles ganz alleine gemacht. Da der Schlagzeuger es ihm nicht recht machen konnte, hat er gesagt, ach, ich lerne mir selbst Schlagzeug und mache in meinem Studio selber die Schlagzeugaufnahmen. Wir hätten hier natürlich einen hervorragenden Schlagzeuger. Armin Baudisch, er hätte es ihm wahrscheinlich sogar recht machen können. Und Klaus Wunderlich war einer der ersten, der mit 8-Spur-Aufnahmen gearbeitet hat, war ein akribischer Mensch. Er hat also monatelang sich zurückgezogen in sein Studio,
in der Nähe vom Bodensee. Und hat nach Monaten kam er raus mit der neuen Platte und die wurde dann aber auch mal gleich 500.000 Mal verkauft zu dieser Zeit. Das war natürlich eine wunderschöne Zeit und wahrscheinlich kennen Sie alle Klaus Wunderlich sehr gut. Ich durfte ihn kennenlernen, da war ich 15, da kam er zu uns und ich hatte die größte Ehrfurcht vor Klaus Wunderlich. Man kann das nicht nachspielen, aber er hat so ein Stück, das ist so ein typisches Klaus Wunderlich Stück, das geht ungefähr so. Ganz liebliche, zarte Musik gemacht und es war so ein Vorläufer von James Last. Klaus Wunderlich konnte ein unbrauchbares Kinderlied nehmen und er hat daraus so schön was gemacht, dass die Leute es am Plattenspieler Samstagabend, wenn Besuch kam, aufgelegt haben zum Abendessen. Er hat also so praktisch ganz gepflegte Unterhaltungstanzmusik gemacht und er hatte mehrere Platten, die bis heute zeitlos sind. Hammond Sensationen, Hammond Feuerwerk, das waren Schallplatten. Ein Freund von mir, der jetzt in Teltow wohnt, Nachrichtenagentur Reuter, also ein Mann, der mit Musik eigentlich nichts am Hut hat, der war mal bei mir Weihnachten und da hatten wir Klaus Wunderlich. Da sagte er, was ist das für eine Musik, das ist so gemütlich. Und dann sage ich, das ist Klaus Wunderlich. Er sagt, da kannst du mir das mal aufnehmen und so, das will er auch haben. Und das, aber ich kann das nicht nachspielen, das kann nur Klaus Wunderlich. Auch eine ganz spezielle Orgel mit ganz vielen umgebauten Geschichten, die Perkussion. Der Herr Wenzel hat das mit Sicherheit. Es gibt eine Aufnahme, wo er mit der Orgel Herr Ober vorführt. Herr Ober? Herr Ober, ich kann dir das mal schicken. Bin ich gespannt, das kenne ich gar nicht. Ich habe Spa-Musik mit Klaus Wunderlich, das sind zwei CDs bei einer Firma Bell Records. Der hatte auch, Klaus Wunderlich hatte dann auch mit Akkordeonspieler Hubert Deuringer und mit Pianisten gearbeitet, ohne Rhythmus, also nur eine Hammond und hatte mit der linken Hand den Rhythmus selber gemacht. Und er hatte eine geniale Idee, er hatte den Pianisten im unteren Bereich des Pianos die Melodie Leitstimme spielen lassen, was auch sehr, sehr gut ankam. Also es war ein großer Arrangeur. Heute wäre er 90 Jahre geworden. Ist aber leider schon vor 33 Jahren gestorben. Klaus Wunderlich. Toller Mann. Hat aber viel gemacht in seinem Leben und war dann zum Buddhismus gewechselt und hat also auch in seinem Leben unterschiedlichste Dinge und 18,7 Millionen Schallplatten verkauft. Und ein sehr bescheidener Mensch. Also als er bei uns war, wir dachten, der kommt bestimmt mit einem Bentley, Rolls-Royce, mit Chauffeur. Der kam mit einem alten Golf 2 privat gefahren, ja, in Silber. Also... Aber nur am Rande. So kamen natürlich jetzt viele Bands und auch natürlich die ganzen Rockbands. Und vor Rockbands war zum Beispiel eine Mischung aus Soul und ja, wie sagt man dazu, Pop und Rock. Das war Booker T and the MGs. Der hatte auch eine ganz einfache Registrierung. Und zwar natürlich keine Chorusgeschichte, sondern nur ein bisschen Verzerrung. Thank you.
Andere Musik wieder, Booker T and the MGs. Und eigentlich, das war so ein Stück, das konnte man auch gut üben. Dann haben alle versucht, das nachzumachen. Konnte man auch auf dem Klavier. Und so gab es natürlich ganz viele Leute, die dann neue Musik eigentlich für die Hammond-Orgel geschrieben hatten. Und Dani, die alten Original-Rockbands, die heute, die richtigen Rocker sind ja jetzt alle mindestens 75. Und die haben natürlich noch 13 Jahre Klavier während der Abiturszeit gelernt und konnten auch noch klassisch zurückgreifen in einen Fundus und haben natürlich dann anders Rockmusik gemacht, als wenn jetzt eine Band kommt und nach einem halben Jahr auf die Bühne geht und sagt, also wir können drei Akkorde, wir können jetzt auf die Bühne gehen. Und das war natürlich damals schön, wenn man beispielsweise John Lord, der konnte dann erstmal klassisch beginnen und dann weitermachen mit, beispielsweise könnte er so beginnen, also. Thank you.